Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming und zwar mit der neuen Serie Angezockt. Und zwar bei ausgewählten Karten machen wir ein kleines Let's Play. Sagen wir mal so 2-3 Kapitel. Mal schauen, wie das ankommt. Daraus könnte dann auch eine längere Geschichte dann werden. Wir sind hier am alten Strom, also am Old Stream. Natürlich ganz klar. Die Old Stream Farm, die hat es mir sehr, sehr angetan. Eine sehr, sehr schöne Karte. Wir werden hier so 2-3 Kapitel hier drauf spielen. Und zwar habe ich mir eine gewisse Thematik ausgedacht. Und zwar ist dies natürlich passend zu der Karte. Und zwar ist die Thematik Oldtimer. Und zwar habe ich versucht, bei den vorhandenen Mods nach passenden Fahrzeugen und Tools zu finden, welche irgendwie in die Thematik des Oldtimers passt. Wir werden uns gleich die einzelnen Sachen dann gemeinsam angucken, hier was ich gefunden habe. Und ich habe auch noch eine weitere Limitierung hinzugenommen. Und zwar ist die Limitierung, dass wir auf jeden Fall unter 100 PS bleiben wollen. Es gibt natürlich Ausnahmen, wo zum Beispiel beim Drescher, da ist es sehr schwierig, etwas zu finden, was unter 100 PS ist. Aber auf jeden Fall bei den Traktoren habe ich auf jeden Fall darauf geachtet, dass wir unter den, sagen wir mal, PS drunter sind, damit ja, das auch ein bisschen eine Herausforderung wird. Wir gehen mal kurz zu der Farm hin, also zu unserem Starterfarm. Ich werde gleich mal kurz ein bisschen durchgehen, was ich vorbereitet habe und dann schauen wir, wie es dann losgeht. Also, wir sind hier angekommen, hier an unserem Startpunkt und zwar ist das unser Aufenthaltsort für die nächsten 3-4 Tage. Sagen wir mal, ja, so 2-3 Kapitel. Versuchen wir mal ein bisschen diese Karte kennenzulernen, ein bisschen zu fühlen, zu schauen, wie sich diese anfühlt, wie sich diese spielt, wo es vielleicht eventuell Probleme geben könnte. Und ja, dann legen wir gleich mal los mit dem, was ich gefunden habe, wie wir die Strategie, die wir gehen werden. Wir werden jetzt erst gleich mal die Karte uns angucken. Okay, standardmäßig starten wir mit dem Feld 1 und 2. Das ist auch hier noch ungeändert, wobei ich hier auf jeden Fall eine Änderung dann machen werde. Und zwar werden wir dann gleich das Feld 24 kaufen und das Feld 2 verkaufen erstmal. Dann ein anderes Ziel ist, dass wir das Feld 20 kaufen, damit wir Gras ernten können, also mähen können. Die 24 natürlich dazu, dass wir Weizen auch ernten können. Es geht nicht um das Stroh, sondern um das Korn, damit wir die Hühner auf Trab halten können erstmal. Das Feld 1, das werden wir uns dann angucken, was hier gemacht werden muss. Ob gekalkt werden muss. Es sieht so aus, als sei das gegrubbert worden. Genau. Und es muss definitiv gepflügt werden und natürlich auch gekalkt. Ja, dieses sind die Sachen, die gemacht werden müssen. Hier auf diesem Feld 1, das werde ich nicht verkaufen, das werden wir bearbeiten. Wir werden dann sehen, ob wir erstmal alle Schritte machen werden oder ob wir erstmal ein bisschen etwas an Ernteeinbußen hinnehmen müssen. Wir werden gucken, wie das dann geht. Wir haben folgende Einstellungen und zwar spielen wir dann in der Zeitskalierung entweder 2- oder 3-fach. Schwierigkeitsgrad habe ich erstmal auf normal gestellt. Saisonales Wachstum ist natürlich an. Dann Tage pro Monat habe ich erstmal auf 3 eingestellt, weil wir mit Oldtimer arbeiten. Das heißt, A, die haben nicht diese Leistung. B, haben die auch nicht die großen Geräte, die wir brauchen können. Das heißt, wir brauchen etwas mehr Zeit, um die entsprechenden Feldarbeiten ausführen zu können. Frucht bei Pflanzen und Wachstum haben wir die Fruchtzerstörung natürlich an. Pflügen ist an. Lesesteine sind aus und zwar aus einem simplen Grund, weil ich kein passendes Gerät gefunden habe, das Steine aus dem Feld entfernt. Es sei denn eine Frontladerschaufel, die das macht. Wobei auch hier der Frontlader vielleicht dann eine Option sein wird. Wie ich würde sagen, im ersten Jahr, wer sollte dann die Serie weitergehen, lassen wir die Lesesteine aus. Die könnte man dann im frühen Jahr wieder einschalten. Kalk ist an und Kraut ist an. Schmutz ist normal. Natürlich, das sind dann meine Standardeinstellungen hier. Wir haben das Anhängerfülllimit auch an. Spritverbrauch haben wir auf normal und unsere Helfer dürfen eigenständig nichts kaufen.
Das sind Einstellungen zum Engine Start oder Engine Stop Mod. Und natürlich ist auch manuelles Ankuppeln ist natürlich eingeschaltet. Wir gehen mal rund um den Hof rum und schauen uns mal die Gerätschaften an, die ich gefunden habe und die ich denke, die passen auch zur Thematik. Und zwar fangen wir erst gleich mal an mit diesem Truck hier, mit diesen verschiedenen Aufbaugeräten. Und zwar ist das der GAZ 52er Mod, 52er oder 53er Mod, wobei ich hier natürlich aufgrund dessen, dass der eine Truck schon über 100 PS hat, diesen nicht genommen habe, sondern ich habe den GAZ 52 im Modul genommen. Den habe ich eingekauft, habe dann einen Hänger gekauft, habe dann einen Aufsatz gekauft, den hier. Dann habe ich auch, also das heißt hier, ich habe nicht den größten genommen, ich habe den mittleren genommen. Dann habe ich dieses hier gekauft, das heißt, wir können dann auf dem Feld entweder Saatgut oder auch Dünger nachfüllen. Auch Kalk können wir nachfüllen gehen. Des Weiteren habe ich gekauft das Service-Modul. Das heißt, wir können auf dem Feld Reparaturen ausführen und auch nachtanken. Ich habe mir auch das Fire-Modul geholt. Das gilt als Reinigungsmittel, für welches auf dem Feld ausgeführt werden kann. Das heißt also, das Fahrzeug kann auf dem Feld gereinigt werden. Das sind die vier Geräte, die hier stehen. Also einmal die Reparaturstätte, einmal das Reinigungstool, dann den Kipper und noch diesen hier. Des Weiteren gehen wir weiter rum hier. Habe ich dieses Fahrzeug gefunden, habe mich einfach, finde ich lustig. Kann man Ballen, Paletten, kleine Sachen kann man hier transportieren. Es gibt hier natürlich die Zurgurte. Dann habe ich hier einen russischen Anhänger gefunden. Das ist der 2 PTS 6A, das ist der hier. Das andere Fahrzeug war, das war dieser hier, der Muli, 14 PS, 40 km/h, ein lustiges Modell. Des Weiteren habe ich halt ein bisschen zu Standardsachen zurückgreifen müssen, weil es nicht für alle Geräte irgendwie etwas im Oldtimer-Stil gibt. Also zum Beispiel der Pöttinger, der kommt aus dem Standardspiel. Der hier, der braucht bis zu 60 PS, also der liegt in unserem Rahmen drin. Dann haben wir hier den Dünger und den Kalkstreuer. Das ist dieser Accor, das ist in dieser Mod, die ich schon mal vorgestellt hatte. Das ist ein Accor, das ist dieser hier. Habe ich die Kapazität erhöht, aber den ein bisschen auf alt gemacht. Und somit haben wir den hier bei uns im Hof stehen. Dann haben wir natürlich einen kleinen Querneland-Pflug. Der braucht 65 PS, das ist genau das Limit, wo ich eigentlich so ein bisschen hingezielt habe. Dann haben wir hier den Sam 3M Lizard Grober. Der braucht 20 PS. Dann haben wir hier das Schneidewerk, also das Schneidewerk für den Drescher, den schauen wir uns gleich an. Dann musste ich den Futtermischwagen holen, falls wir dann eben mit der Kuhzucht dann anfangen wollen. Das ist der, den ich in der letzten Mod-Vorstellung vorgestellt hatte. Das ist der hier, der braucht auch 65 PS, also genau da auf dem Limit, das ich eigentlich einhalten wollte. Da kommen wir nochmal zu diesem Aufsatz hier. Das ist der Tender, den ich schon angesprochen habe für den Truck, den wir gekauft haben. Und dann haben wir hier diesen Drescher von Fortschritt, der E415. Das ist das einzige Gerät, das über den 100 PS ist. Leider gibt es einfach hier keine weiteren Alternativen. Also da musste ich halt einfach ein bisschen drüber gehen. Ich glaube, das ist nicht so wichtig, aber auf jeden Fall gehört der auch zu unserem Hof. Dann schauen wir uns weiter um. Dann habe ich hier ein kleines Glasmähwerk geholt. Das ist das einzige gewesen, was ich nicht vorne anhängen muss und was auch in der PS-Begrenzung liegt. Genauso wie hier der Wender und den Wender und den Schwader. Die sind auch alle für vom Standardspiel. So, jetzt schauen wir uns mal hier rein und zwar stehen hier meine Lieblinge. Und zwar sind das drei Landtraktoren. Ich habe alle drei in derselben Konfiguration geholt.
machen einen super schönen Klang beim Starten, dauern aber eine Weile, bis die aufgewärmt sind und start- und fahrbereit sind. Okay, das ist also ein Beispiel. Wir werden die natürlich danach im Einsatz sehen. Problematik, die ich hatte, ist, ich kann hier kein Frontgewicht anhängen. Es sei denn, es gibt irgendeine Mod, die mir da helfen würde, dass ich hier ein zusätzliches Gewicht anhängen könnte. Das habe ich aber noch nicht gefunden. Des Weiteren, was ich vorbereitet habe, ist gewesen, dass ich hier oben eine Kaufstelle für Saatgut hingebaut habe. Das heißt, ich muss nicht jedes Mal in den Shop fahren. Das ist diese hier. Ich bin mir überlegen, dass ich nicht auch, ob ich nicht auch noch eine Kaufstelle für Tierfutter hinstelle. Und zwar nur und einzig und alleine für die Schweine. Auch schau mal hier diese Pilze. Schön. Damit ich die Schweinezucht vorantreiben kann, weil ich möchte so viel wie möglich auf Kunstdünger verzichten. Wobei hier auch wieder eine Problematik kommt. Und zwar ist diese, dass ich kein Güllefass gefunden habe, was in diese PS-Limitierung reingeht. Und daher müsste ich dann hier auch ein Auge zudrücken und halt dann, wenn es darum geht, die Gülle auszufahren, ein entsprechendes Gerät mieten, also einen stärkeren Traktor mieten. Und ja, das wäre dann aber auch wieder Zukunftsmusik, wobei also ich auch irgendwo mal gelesen habe, dass die Schweinezucht am rentabelsten ist, wenn man das Schweinefutter einkauft. Deswegen werde ich das hier auch so tun. Ich habe hier noch so ein Cheat-Silo hingestellt. Das werde ich so viel oder das werden wir eigentlich wahrscheinlich nie nutzen. Es ist einfach da. Ich habe es hingebaut. Ja, nur damit es da ist. So, das ist unser Start-Equipment und ich habe auch die Stelle ein bisschen gefüllt. Also nicht alle, der Kuhstall nicht. Also ich habe hier erstmal 3300 Liter Gras reingemacht. Bei den Hühnern habe ich auch um die 3200 Liter Futter mit reingemacht. Und bei den Schweinen habe ich 6500 Liter mit reingepackt. Das heißt also, das ist unser Start-Equipment oder Start-Situation. Ich werde jetzt auf jeden Fall zum Anfang hin jetzt sofort dann diese Tiere mal kaufen. Und zwar setze ich jetzt die Zeit jetzt auf dreifach vor. So, damit hier sind wir jetzt bei dreifacher Geschwindigkeit und kaufen jetzt hier 75 Hühner ein. Und zwar von den Ältesten, damit sie sofort Eier produzieren. Und zwar 75 Stück aus einem Grund, weil die dann in zwei Monaten wieder 75 Junge machen. Das heißt, wir können dann die Alten verkaufen und haben dann immer junges Fleisch da. Wir können dann auch immer Hühner verkaufen. Wir gehen zu den Schafen und werden da auch die Hälfte der Kapazität einkaufen. Und zwar nehmen wir hier das Bendner Landschaf, weil es einfach von der Thematik am besten passt, weil es für mich nicht unbedingt ein sehr alpines Gebiet ist, auch kein Berggebiet ist und das daher kommt wirklich nur das Landschaf in Frage. Das heißt, wir werden hier 50 Stück nehmen. 50 Stück, das sind 27.000, wenn wir sie sofort so kaufen und das muss jetzt halt einfach sein.
Und dann gehen wir zu den Schweinen und kaufen da auch gleich die halbe Kapazität ein. Und dann werden wir, glaube ich, so mit einem Bestand von unserem Konto würden wir dann bleiben, so bei 30.000, 35.000 Euro. Also hier nehmen wir auch das deutsche Edelschwein. Ich glaube, hier spielt es jetzt keine große Rolle. Und ich daher nehme ich jetzt das deutsche Edelschwein und nehme davon 30 Stück. So, das ist getan. Jetzt sind wir noch mit ca. 50.000 da. Bei den Kühen müssen wir erst warten, weil wir haben noch weder Silage noch Stroh noch Heu. Wir haben gar noch nichts. Also die Kühe werden jetzt nicht eine absolute Priorität sein. Übrigens ist es auch so, dass bei den Kühen hier keine Milch produziert wird, weil dies nicht ein Stall ist in dem Sinne, sondern ein Pasture, eine Wiese. Und also wenn jemand das Spiel spielt und erwartet, dass die Kühe Milch geben, laut dem Modder selbst, laut Black Sheep Modding, ist es normal, dass hier keine Milch produziert wird. Das müsste dann von Giants gefixt werden im Patch 1.3. Daher einfach, damit ihr schon wisst, dass hier keine Milch produziert wird. Daher die Kühe auch nur im Prinzip ein Dünger bringen. Es ist auch zu achten, dass zum Beispiel in diesen Kuhstall keine Ballen reinpassen, also Strohballen gehen nicht, man muss sie reinstreuen. Falls jemand das Spiel spielt und bei den Schafen auch wegen der Futtersituation ein bisschen eine Frage hat, dann ist es hier ganz klar, hier können Grasballen oder Heuballen eingefüllt werden, das funktioniert also. Das habe ich getestet und das so ist das, ja? Wunderbar, so jetzt machen wir uns Gedanken über die Felder. Und zwar, wie schon eingangs gesagt, werde ich jetzt erstmal das Feld 24 dann kaufen. Kostet 71.736 Euro. Das heißt, es wird mit Rot angezeigt. Wir haben zu wenig Geld. Wir können das hier verkaufen, das Feld 2. Es ist größer als das Feld 24, ist aber leer. Also das heißt, wir haben zum Start keine Ernte. Und daher werde ich das Feld 2 verkaufen und dann das Feld 24 kaufen, was Weizen drauf hat, der auch erntereif ist. Das schauen wir uns gleich mal an. Hier, der ist erntereif. Die 24 ist erntereif. Das heißt, wir können da schon mal zumindest unser Schweinefutter ernten. Danach werden wir das Feld 20 kaufen. Wir haben dann eine insgesamte Ausgabe von 120.000, wo wir nur 89.000 oder 90.000 einnehmen. Das heißt, wir müssen dann einen kleinen Kredit aufnehmen, damit wir das Gras hier entsprechend abmähen können, was auch erntereif ist. Das werden wir dann auch im gleichen Zug dann machen. Das heißt, wir müssen halt hier dann in den Kreditbereich gehen. Ihr könnt sehen, also ich habe kein Geld hinzugefügt, also da hier kommt bei Sonstiges kommt nichts dazu, sondern es ist einfach, ich habe von Anfang an mal die ganzen Gerätschaften verkauft, also verkaufte Fahrzeuge, das ist mal das hier gewesen, dann die neuen Fahrzeuge, die ich hinzugekauft habe, die da stehen, plus jetzt natürlich die Tiere, die Baukosten, die Betriebskosten bis anhin. Es ist klar, dass ich in dieser Suche nach den entsprechenden Maschinen und Geräten circa 5 Stunden investiert habe, bis ich entsprechend alles zusammengefunden habe. Jetzt werden wir natürlich auch loslegen. Es ist jetzt auch schon 8.19 Uhr oder 8.20 Uhr gleich hier im Spiel. Das heißt, wir müssen sofort anfangen und werden jetzt diese Wechsel hier machen. Das heißt, ich werde Feld 2 verkaufen und werde Feld 24 kaufen. Und dann haben wir noch eine Summe von 67.000, das heißt Feld 20 könnten wir auch kaufen, dann bleiben noch mit 17.000 Euro da. Das heißt, es wird ein bisschen knapp, aber es muss jetzt so sein, es gibt nicht anders. Das heißt, wir steigen gleich mal ein in den Fortschritt Drescher. Der wird übrigens manuell geschaltet, der 3 Stufen.
holen hier den Anhänger ab und dann fahren wir hoch zur Umfeld 24, bringen natürlich danach auch unseren Landtraktor mit nach oben, damit wir den absapfen oder abtanken können. Das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen eng. Fahren wir am besten gleich wahrscheinlich hier raus. Da hat man, glaube ich, einen besten Wenderadius, wobei das jetzt noch nicht so wichtig ist. Das sind ja kleine Geräte. Fahren wir hier drüben raus. Ich will da nicht in dem Bogen hintran stecken bleiben. Finde ich noch die Rundumleuchte an, weil wir jetzt auf den offiziellen staatlichen Grund gehen. Also ihr seht, es geht langsam vorwärts hier. Der fährt maximal 22 km/h. Ich fahre jetzt mal zum Feld hoch und wir sind gleich wieder. Ich bin gleich wieder da. Okay, ich bin hier angekommen, das heißt, ich muss jetzt hier natürlich das Mähwerk mal anschließen. Es ist sehr eng hier, also es ist halt genau eine kleine Karte, also eine enge Karte, also mit einem großen Mähwerk hat man hier definitiv Probleme. So, dann klappen wir den mal auf. Mal gucken, ob wir die Strohablage eingeschaltet haben. Strohablage ist eingeschaltet. Wir werden natürlich hier dann einen Helfer einstellen, das ist klar. Ich will versuchen, hier einfach mal ein bisschen Platz zu schaffen. So, das ist mal genügend. Das heißt, ich werde hier jetzt den Helfer auf die Reise schicken. Müssen wir wahrscheinlich mindestens 3 Vorgewände machen. Ich kenne den Wenderadius nicht sehr gut hier. Ecken machen wir rund oder weich. Ich verstehe den Unterschied nicht, ne, zwischen rund und weich. Ich lasse mal das hier auf weich. Dann machen wir eine Überlappung von 10%. Wie überall fällt mit hoch und runter. Alles andere ist eigentlich in Ordnung. Generiere den Feldkurs. Das sieht gut aus. So, das heißt, wir können noch ein bisschen nach vorne fahren. Das heißt, wir nehmen den ersten Wegpunkt, wir nehmen den temporären Kurs, das ist halt so, wie es jetzt gerade ist. Ich glaube, die Arbeitsbreite stimmt. 5,70 Meter, das ist perfekt. Dann legen, soll der mal loslegen und dann speichern wir mal den Kurs. Machen einen neuen Ordner, das ist Feld 24. Und dann speichern wir den Kurs, das ist Ernte 24, das ist mal das hier. Dann schauen wir mal, wie der hier zurechtkommt und wir gehen zu unserem Hof und holen mal den Traktor, damit wir den dann auch entladen können. Heute, das Wetter ist gut, nehmen wir den ohne Dach. Ich glaube, Licht braucht es nicht. Also wir sehen, der Drescher hat schon einen Füllstand von
30%, das geht also schnell, da hat nicht ein sehr großes Volumen. So, jetzt ist er dann langsam warm. Dann holen wir den Anhänger. Okay, dann geht's los. Wir gehen zum Feld hoch. Der Helfer hat einen Füllstand von 57%. Solange das wächst, ist das gut. So, der hat jetzt 75% Füllstand. Und dann schauen wir mal, wo der jetzt gerade steht. Das heißt, wir könnten eventuell... Der ist 75%. Der ist mehr als einmal rum. Das heißt, wir fahren dem jetzt einfach kurz mal nach. Ach, ich muss noch einstellen, dass der beim Abtanken, dass der stehen bleiben soll. Ein Fahrzeug einsteigen und dann werden wir hier Einstellung machen, damit er stehen bleibt, weil wir einfach zu wenig Raum haben hier. Okay, er ist voll. Das heißt, wir kommen gerade rechtzeitig. Wir werden gucken, wie das hier sich ausgeht beim Abfüllen hier. So, dann gucken wir mal hier rein. Das heißt, wir fahren wieder mal ein bisschen aus dem Feld raus, weil ich weiß nicht genau, wie der hier fahren wird. Ach, der Anhänger ist schon voll. Der hat nur 2051 Liter. Da ist der schon voll. Der ist schon auf Max. Wir müssen hier den zentralen Eingang frei offen öffnen, weil, nee, müssen wir nicht, weil das Silo ist hinten dran. Das heißt, wir können den inneren Eingang nehmen und direkt zum Silo fahren. Das ist jetzt in Ordnung so für dieses Mal hier, aber danach müssen wir gucken, ob wir ein bisschen einen Anhänger finden, der ein bisschen mehr Volumen hat. Ansonsten müssen wir den Truck nehmen. Wir gehen jetzt nochmal hoch, schauen wir das mal an, wie viel der von dem Drescher rausholt. Ansonsten müssen wir den Truck nehmen mit den 6500 Litern, der er da aufnehmen kann. Da ist es dann wahrscheinlich noch fast effizienter. Es ist nämlich schon wieder am Stehen, 75%. 95%. Hier müssen wir auf jeden Fall eine andere Lösung finden, da mit dem Rumfahren. Aber da ist dann eine Thematik für später. Also da steht jetzt hier drüben, der ist voll. Jetzt werden wir mal gucken, wie viel der ablädt. Ansonsten müssen wir tatsächlich einen größeren Anhänger holen, weil das scheint, dass der Trecker keine Probleme hat, den zu ziehen. Kein Problem, auch berghoch. Okay, wir nehmen dem Drescher gerade mal 45% weg. Das ist nicht genug. Das heißt, wir müssen den leer kriegen. Zumindest kann man mit dem Trecker keine Bußen einholen für zu schnelles Fahren. Also 50 kriegt er gar nicht drauf. Ist auch gut so, dann müssen wir haben wir diese Bußgelder schon mal nicht, wenn wir zu schnell durch die Landschaft rasen. Wir machen mal den Test mit dem anderen Trecker. Wir machen mal damit den Test.
ob der auch welttauglich ist. Die Problematik bei diesem hier ist der Ton, ne? Also der Motor hat keine, sagen wir mal, Änderung in der Leistung, wenn die Leistung zunimmt. Das ist einfach immer das Grundbrummen, was da zu hören ist. Ich hoffe, das wird noch gefixt in einem Update. Aber auf jeden Fall finde ich, das passt super zur Thematik des Oldtimers. Ist bei 85%, da ist jetzt in der dritten, der fährt jetzt hoch und runter da drüben. Alles klar, der fängt jetzt an mit den Hoch- und Runter-Bewegungen. Das heißt, wir werden mal kurz warten hier. Also das mit dem Garn auf dem Feld ist hier anscheinend kein Problem. Werden wir mal gucken, den Wenderadius des Threshers, ob das passt. Oder ob er da irgendwie an die Bäume kommt. Es scheint gerade so zu knapp zu passen. Sonst muss er dann stehen bleiben. Genau. So, dann können wir jetzt sicher leer machen. Das ist auf jeden Fall besser so. Das heißt, wir müssen den Hänger dann ändern. Das geht auf jeden Fall viel besser so. Jetzt können wir den auch tatsächlich leer machen und haben 62% gefüllt hier. Das heißt, wir können sogar noch ein bisschen weiter dann abnehmen. Ich warte mal kurz ab, bis der wieder ein bisschen voller ist und wir sehen uns gleich danach wieder. Okay, wir sind zurück. Der Drescher hat ein Problem mit dem Wenden da hinten. Dann werden wir mal kurz einschreiten da. Das hat hervorragend gepasst. Also der LKW ist jetzt 95% voll. Das heißt, der Drescher macht jetzt weiter und wir gehen das leer machen. Es irritiert, dass man den Motorenklang einfach so monoton hört. Es irritiert beim Fahren, aber was hilft's? Das Jammern bringt hier nichts. Das heißt, wir müssen hier abwarten und hoffen, dass da ein Update dann kommt. Genau, wir wollen ja direkt bei den Hühnern abladen. Also hier muss man sehr nah an den Trigger nah ranfahren, ansonsten geht das nicht. Also man muss da wirklich ganz nah ran. Okay, das war's. Ah, machen wir das andersrum. Machen wir da rückwärts rein. Damit wir da noch abladen können, bevor wir den anderen wegstellen müssen. Das heißt, wir können nachher den Trecker nehmen, können den Ladewagen anhängen und dann hochfahren und das Stroh einsammeln für die Schweine. Die brauchen Stroh anscheinend. Ich habe noch nicht herausgefunden, ob die dann Mist herstellen oder Gülle, weil Gülle haben wir schon, glaube ich, circa um die 100 Liter jetzt drin. Wir werden definitiv gucken, ob wir mulchen werden, weil auch hier gibt es das Problem, dass das der einzige Mulcher, der passt, der ist, der für die Traubenernte da ist. Jetzt ist der Drescher gleich fertig, das heißt, ich werde dann manuell noch diese Ecke da wegdreschen, damit wir
möglichst viel davon abkriegen. Jetzt ist er nämlich gleich fertig. Füllstand 26%. Das heißt, ich steige mal auf. Aus. Sag dem Helfer, er soll stoppen. Fahr rückwärts und dann nehmen wir den Rest hier mit. So, das war denn schon der Einsatz für dieses Jahr, für diesen Drescher. Müssen wir erstmal die Kabel lösen. Also ihr seht definitiv, die Felder hier sind wirklich nicht sehr groß. Das heißt also mit einem Drescher, mit einem Schneidewerk von 5,5 Meter, der ist da ziemlich schnell durch. Es hat jetzt in-game 2 Stunden gedauert, das Ganze. Okay. Dann kann der wieder für ein, sagen wir mal, zumindest für unsere Ernten kann der wieder für ein Jahr verpackt werden. So, wir gehen Stroh holen. Wir nehmen daher den zweiten. Wir könnten zwar der andere nehmen, der brauchen wir jetzt gerade mal nicht hier, weil der steht hier einfach hier im Eingang mit dem Anhänger. Während der startet, können wir den LKW runterholen. Man hört schon, der Lanz ist schon am Tun. Das heißt, wir werden den jetzt hier auch abladen. Machen wir den leer. Gehen wir in den Lanz, machen auch den Hänger noch leer. Der ist nämlich irgendwie nicht geleert worden. Wahrscheinlich, weil ich den Motor ausgeschaltet hatte. Dann holen wir den Ladewagen. Dann gehen wir Stroh holen. Dann können wir nämlich hier denselben Kurs einnehmen für Cosplay wie der Drescher. Das klappt nämlich dann wunderbar. So, Kurs laden. Das klappt wunderbar, perfekt. Das heißt, wir gehen jetzt zum Hof, parken den weg. Und dann könnten wir ja eigentlich gucken wegen dem Mulchen, ne? Wir könnten aber auch mähen gehen, ne? Ich lasse da mal ein bisschen Stroh sammeln und bin gleich wieder zurück. So, der ist gleich voll. Da ist jetzt voll, 95%. Das heißt, wir fahren damit in den Schweinestall, laden das Stroh dann im Schweinestall ab. Wir können gleich hier rausfahren.
fahren wir hier von hinten an den Schweinestall hin, damit wir, glaube ich, dann am besten so abladen können. Das heißt, es hier muss sauber gemacht werden. Hier kommt das Stroh. Kommt das Strohbett. Wie viel braucht das hier? Also das ist voll geworden und wir haben noch zu 196 Liter im Anhänger drin. Also wir haben jetzt Gülle. 131 Liter Mist zu 143 Liter Gülle, haben 15.000 Liter Stroh reingepackt. Gesundheit ist bei 30%. Das sieht ja nicht schlecht aus. Frage, wo kann das restliche Stroh verkauft werden? Wir können es ja einfach mal bei den Kühen reinmachen, egal ob wir dann Kühe machen oder nicht. Das ist ja jetzt nicht wichtig noch, sondern wir können es einfach mal da reinmachen. Und dann fahren wir mal ins Dorf rein, weil wir müssen nämlich Kalk holen. Das heißt, wir würden erstmal den Kalkstreuer voll machen und danach würden wir den Überladewagen voll machen. Und dann, wenn gekalkt ist, wird dann gepflügt, dann geeckt und dann schauen wir, was dann passiert. Okay, der ist warm. Das heißt, wir würden jetzt hier den Kalkstreuer holen. Bin ich gerade befragt hier, Akkord. Das ist die Seetechnik. Das ist gar nicht der Düngerstreuer. Den hat man noch gar nicht. Das heißt, wir müssen noch einen Düngerstreuer holen. Das heißt, muss der sein. Alles andere ist zu groß. 42 Meter Streuweite mit 3200 Liter braucht... Der ist kleiner. Wenn ich da 3200 Liter reinpacke, dann kippt mir dieser Trecker rüber. Das müssten wir testen. Huh? Ich nehme um der Thematik willen, nehme ich den kleineren. Nehme den größeren hier mit 1200 Liter. Lass mir den auch gleich liefern. Okay, wie sieht der aus? Der hat noch Rückgewicht, das ist gut. Nimmt das Silo das an? Das wäre ja auch ein Versuch wert, ob wir das in Silo machen können. Falls ja, dann ist ja gut, dann können wir es da lagern. Das werden wir jetzt gleich mal testen. Ansonsten werfen wir es bei den Kühen rein oder fahren es verkaufen. Ist egal, der Preis halt, weil wir haben keinen Lagerplatz für das Stroh jetzt. Also es wird keine Meldung gezeigt, dass das abgeladen werden kann. Hier Stroh wird hier nicht angenommen. Entweder bauen wir ein Strohlager oder wir fahren es verkaufen oder machen es bei den Kühen rein. Ich glaube, das Letztere machen wir. Wir machen das bei den Kühen rein. Und zwar muss das wahrscheinlich hier rein. Und weiter geht's hier mit dem Stroh sammeln und ich glaube danach, wenn der hier durch ist oder wieder voll ist, dann ist das Zeit für das Mittagessen hier. Also es ist jetzt schon knapp vor 12 Uhr. Wir möchten das noch reinbringen, solange es das noch zulässt und dann würden wir sagen, dann haben wir den ersten Teil geschafft hier. Es ist sehr arbeitsaufwendig mit diesen kleinen Geräten halt, aber es macht irgendwie auch sehr viel Spaß, ne? Also mir macht es auf jeden Fall Spaß, hier mit diesen alten Geräten hier zu hantieren. Ich glaube, ich werde dann hier Wintergerste ausbringen für nächstes Jahr. Also man merkt hier sehr gut, der arbeitet hier mit 6 km/h. Das heißt also hier tatsächlich am Limit, also auch mit die PS-Zahl von 60 PS, die der Ladewagen verlangt, bringt den Trecker mit 65 PS schon sehr an seine Grenzen. Schön zu sehen, dass man nicht immer mit 500 oder 600 PS arbeiten muss. Also wir werden jetzt trotzdem
noch das Kalkholen gehen. Also wenn der, auch wenn es kurz vor Mittag ist, der Anhänger, der ist, der Ladewagen ist gerade mal zu 50% voll. Das heißt, wir können schon ein bisschen Vorarbeit leisten hier. Mir gefällt der Klang hier, also der Sound hier von diesem Lanz, der ist schon cool. Ich weiß nicht, ob das der schnellste Weg ist, aber wir wollen ja auch ein bisschen was vom Dorf sehen. Also hier, was hier Sache ist. Ein bisschen Tourismus betreiben erstmal, weil wir auch ganz neu hier sind. Also hier haben wir eine Verkaufsstelle. Da drüben haben wir das Pferdegehege, hier auf der linken Seite. Dann kommen wir hier an der Biogasanlage vorbei. Während wir hier auch auf der rechten Seite an der Zuckermühle vorbeifahren. Schön, ganz schön gemacht, also die Stimmung gefällt. Ja, der Kinderspielplatz. Dann haben wir auf der linken Seite jetzt das Biomasseheizwerk und auch die Kalkstation da drin. Ich hoffe, ich bin jetzt da richtig gefahren oder muss ich hier anders rumfahren? Ich muss hier runterfahren. Es ist auch toll gemacht. Also auch hier ein Zeichen, man kommt mit den großen Maschinen hier nicht rein. Nehme ich mal an. Oder es wäre auf jeden Fall nicht passend. Finde ich. Aber das ist ja ein Spiel, da kann jeder spielen, wie er es möchte. Oh, da haben wir es. Wenn ich den senke, dann heißt, ich muss den halt so jetzt fahren. Weil sonst geht das nicht. Weil wenn ich den jetzt so fahren werde, dann habe ich keine Kontrolle, weil der zu schwer ist. Das heißt, auch wenn es mir leid tut, wir müssen hier das nach uns ziehen. Bin ich ja gespannt hier lang. Wenn wir jetzt hier rauf fahren, das geht nicht. Also das heißt, ich muss jetzt hier wieder heben. Das wird eine lange Fahrt nach Hause. Ich glaube, ich werde hier das erste Mal cheaten. Das heißt, ich werde jetzt das, was eingekauft worden ist, wegschmeißen in der Werkstatt. Wenn ich diesen Streuer verkleinere, wird das weggehen und dann würde ich das mit dem Power Tool füllen. Ich habe ja dann halt trotzdem Geld verloren. Okay, oh, der hat sogar die Menge behalten. Das ist ja cool. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. So, jetzt werden wir gucken, wenn ich das hebe. Das geht. Ja, aber gerade so, ja? Okay, das ist das, was das maximale Gewicht sein kann. Das heißt 600 Kilo. Das heißt, wir parken den gerade hier nebenan. Erstmal, weil wir jetzt Mittagessen gehen und dann holen wir den anderen. Der ist sicher voll. 89%. Das heißt, ja, der ist eigentlich durch. Und der bleibt jetzt gerade stecken. Wir kommen gerade rechtzeitig. Das heißt, wir füllen den noch. Das ist einfach, den noch zu füllen. Das ist nicht mehr viel, was da fehlt. Das holen wir locker noch rein. Also man sieht, der ist schon ziemlich schmutzig geworden jetzt. Das heißt, wir sind jetzt bei 95%. Das heißt, noch einmal hier runter und dann haben wir den voll. Und gut ist, geht's nach Hause zum Mittagstisch. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir das restliche Stroh abgeladen haben im Kuhstall.
Und dann sehen wir uns zur Verabschiedung für den ersten Teil. Okidoki, das ist es gewesen hier erstmal mit dem ersten Teil von diesem angespielt. Wir haben jetzt in diesem ersten Teil mal den Weizen geerntet. Wir haben natürlich einen Einblick bekommen auf die Maschinerie, die hier benutzt wird. Wir haben das Stroh eingesammelt, wir sind Kalk holen gegangen und werden danach in dem zweiten Teil heute Nachmittag hier im Spiel das Feld kalken. Und wenn wir noch dazu kommen, werden wir natürlich danach noch anfangen, uns Gedanken machen zum Feld 20. Ob wir das uns aneignen werden, damit wir Gras holen können für die Schafe. Es wäre schön, wenn ich von euch die Kommentare bekommen könnte, wie ich das machen soll, ob wir tatsächlich das Feld 20 mit Aufnahme eines Kredites noch kaufen. Auf jeden Fall, das waren die ersten Eindrücke hier von diesem angespielt. Ganz herzlichen Dank fürs dabei sein. Wir werden uns jetzt mal hier hinsetzen und wir sehen uns dann nach dem Mittagessen wieder. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs dabei sein. Bitte gebt mir doch euer Like, wenn ihr denkt, dass diese Serie interessant ist. Lasst doch das Abo da, wollt ihr die weiteren Episoden nicht verpassen. Ganz herzlichen Dank. Danke, tschüss und hasta luego.